Ja, also die gute alte Zeit, damit fangen wir mal an. Ne? Diese Küche hier, die hatte früher eine Bank, eine Holzkiste sozusagen, wo auf einer Seite die Wäsche, die war unterteilt, drin war und auf der anderen Seite Schuhputzzeug oder alles Mögliche. Und alles ganz primitiv eingerichtet eben. Ne? Und darum wundert mich immer, auch wenn ältere Leute sagen, die gute alte Zeit, nicht, wo die Männer morgens im Dunkeln zur Arbeit gegangen sind, abends im Dunkeln nach Hause gekommen sind und dann darauf gewartet haben, abends mit den Nachbarn vorm Haus auf der Bank zu sitzen und sich was zu erzählen oder zu diskutieren. Nee. Aber nach einer Stunde musste der wieder ins Bett, der Nachbar, weil er morgens früh wieder raus musste. Und das soll schön gute alte Zeit gewesen sein. Alles primitiv, keiner hatte was. Ein Arbeiter, der hat von wenig Geld, Lohn eben leben müssen, während ein Geschäftsmann, wenn er kein eigenes Haus hatte, dadurch der belastet war, auf der anderen Seite, der eins hatte auch, so kann ich von meinem Vater, von meinen Eltern sagen, die haben einmal das Dach decken müssen. Und das kostet zu der Zeit 3000 Mark. Da haben nur die Kinder Butter gekriegt, die Eltern haben mit Brot und Marmelade auskommen müssen. Und das soll alles gut gewesen sein, das verstehe ich manchmal nicht. Gut, die Zeit ist vorbei, aber alles, eben habe ich noch gehört am Fernsehen, wie ein Schäfer sagte, wir sind zwar heute reicher, aber früher war es auch schön. Da ist in sich schon ein Widerspruch drin. Okay, das ist mal von der guten alten Zeit. Jetzt gehen wir mal und gucken uns einen anderen Raum an, der die neue Zeit ein bisschen ausleuchtet.